Standards und Intelligenz zum Spezialisten für Greifer. Es ist uns 82 gelungen, diese Greiftechnik, das sind diese Hände für die Roboter, ins Leben zu rufen. Und mit diesen Greifern haben wir jetzt weltweit eine Situation erreicht, wo wir sagen können, es ist eine Marktführerschaft, die man uns nicht so ohne weiteres streitig machen kann. Die Geschichte von Schunk beginnt wie so viele in den Ruinen nach dem Zweiten Weltkrieg. Friedrich Schunk gründet in Laufen am Neckar eine mechanische Werkstatt. Sein Kapital, Kreativität. Schunk findet Lösungen für die unterschiedlichsten Probleme. Es ging dann weiter, dass andere größere Firmen darauf aufmerksam wurden, dass in Laufen ein technisch sehr versierter Handwerker, Mechanikermeister agierte. Und er hat dann, mein Großvater Friedrich, hat dann die ersten Aufträge bekommen von NSU. Für den Prinz 4 musste er Bremstrommeln drehen und für den Porsche 356 hat er Präzisionsteile produziert. Da war er sehr stolz drauf, auf den Porsche 356. Das hat er mir immer wieder darüber berichtet, dass das für ihn halt so der erste große, sehr namhafte Auftraggeber war. Doch die Autobauer vergeben jetzt ihre Aufträge bald auch ins Ausland. Schunk muss reagieren. Quasi aus der Not heraus setzt das Unternehmen auf Spannbacken für Drehfutter und etabliert so ein bis heute solides Standbein. Da kam dann mein Vater ins Spiel und hatte die Idee, ein Standardprogramm anzubieten. Das war das Standard-Spannbackenprogramm, weil zu der Zeit jeder aus einem Stück Eisen seine Spannbacken herausgesägt hat, zwei Löcher gebohrt hat und eine Verzahnung reingeschliffen hat. Und mein Vater hatte die Idee, ist eigentlich gar nicht so schwierig die Idee, aber man muss erst mal drauf kommen, dieses Programm als Standardprogramm anzubieten. Und ist dann mit ganz am Anfang in Deutschland mit einem Backenkoffer in der Hand durch Deutschland getingelt und hat sich einen Kunden um den anderen mühevoll erarbeiten müssen. Richtig los geht es für Schunk aber ab 1983. Heinz Dieter, Sohn des Gründers, macht die entscheidende Beobachtung, zieht die richtigen Schlüsse und kann seine Vision auch umsetzen. Zur Industriehand kam es, indem mein Vater auf einer Messe war in Nürnberg, dort einen Roboter gesehen hat, der sehr ruckartige und schwerfällige Bewegungen gemacht hat. Das lag an dem Greifer. Der Greifer war zu globig, zu schwer. Es war eine Sonderausfertigung. Und er hatte dann die Idee, den ersten standardisierten Greifer zu bringen, hat dafür ein Ingenieursteam beauftragt. Und das Ingenieursteam hat dann in einem Jahr mit bestehenden Spanntechnikkenntnissen den Keilhaken integriert in diesen Greifer und hat dadurch den ersten industrietauglichen, standardisierten, sehr leistungsdichten Industriegreifer gebaut. Schunk treibt die Entwicklung weiter. Mit der Vielzahnführung gelingt es, die Last auf viele Schultern zu verteilen. Die Führungen sind damit höher belastbar. Gleichzeitig lassen sich bei gleicher Greifergröße längere Greiferfinger einsetzen. Das Portfolio wächst. Unser Greiferprogramm ist heute ein Telefonbuch mit allen Varianten, die man sich vorstellen kann. Wir haben aber auch das ganze Thema translatorische Bewegungen, rotative Bewegungen. Aufgrund von Anforderungen der Märkte, ein Montageanlagenbauer, der muss irgendwas handeln in der Anlage, muss was drehen, er muss was bewegen, er muss was greifen. Da haben wir immer wieder zugehört und haben Neuheiten gebracht. Mit den Anforderungen an die intelligente Fabrik ergeben sich auch für Schunk viele neue Herausforderungen. Allen voran, wie schaffen es Mensch und Maschine so geschickt zusammenzuarbeiten, dass Ressourcen und Energie geschont werden? Ein erster Schritt, die Fünf-Finger-Hand. Sie ermöglicht Service-Robotern komplexe Greifoperationen und eine Kommunikation mittels Gestik. Schunk wird für die Industrie 4.0 auf jeden Fall Automatisierungskomponenten und Spanntechnikkomponenten anbieten, die im Internet der Dinge kommunikationsfähig sein werden, die Intelligenz dafür haben, die, wenn man jetzt mal an Greifer denkt, feinfühlig sein müssen, um noch mehr Informationen abgreifen zu können. Künftig konzentrieren sich die Schwaben weiter auf die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Die größte Herausforderung wird sein, genügend talentiertes Personal zu gewinnen, insbesondere Spitzeningenieure. Es wird den Trend geben zu mehr Individualisierung, aber bei hohen Stückzahlen. Also es
gibt es viele Tendenzen in Richtung Smart Factories, wo nicht mehr mit kilometerlangen Produktionsbergen agiert wird, sondern mit kleinen, schnellen Einheiten, also Schnellbooten. Dafür gibt es sehr, sehr viele Anforderungen an die Automatisierung. Jens Lehmann ist unser Markenbotschafter seit 2012. Ich bin auf die Idee gekommen, dem Thema Greiftechnik und Spanntechnik ein Gesicht zu geben. Und es war dann naheliegend, auf den Torhüter zu kommen, weil der auch den Ball greifen muss und sicher halten muss. Und wir haben mit Jens Lehmann dem Thema konzentriertes, sicheres Halten und präzises Greifen ein Gesicht gegeben. Der weltweit erste standardisierte Industriegreifer mit Keilhakenmechanik. Wie Schunk mit Standards und Intelligenz zum Spezialisten für Greifer wurde, ist für die MM-Redaktion ein echter Meilenstein der Industriegeschichte.